Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ich mache heute mal ein kleines Update über so ein paar Sachen, die sich bei mir so ein bisschen geändert haben. Ein paar neue Messerchen, die dazugekommen sind, ein paar Anregungen, ein bisschen Gequatsche. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang heute. Ja, wie ihr es schon sehen könnt, ist ein neues Ganzo in the House. Und zwar das Ganzo Modell G729. Na, stellst du mal scharf. Da, G729CA für Camo. Made in China. Tut mir den Gefallen und rastet jetzt bitte nicht in den Kommentaren aus. Oh mein Gott, ein Ganzo, dieses Produkt Piraterie. Ne? Habe ich schon mal angesprochen, muss jeder für sich selber wissen. Das Ganzo 729 ist der Klon vom Paramilitary 2. Hoppala, ich bin gar nicht im Bild. Vom Paramilitary 2. Und das Para kostet, glaube ich, im Moment so knapp 200 €, bisschen rüber, bisschen runter. Und ganz ehrlich, so viel gebe ich nicht für ein Messer aus und so viel ist es auch nicht wert. Und deswegen, ja, das Problem ist aber, ich finde das Design trotzdem extrem geil und überlege halt trotzdem, vielleicht kaufst du es dir ja doch irgendwann mal. Aber ich wollte erstmal wissen, ob dieses Design überhaupt was für mich ist. Wie verhält sich das so im Alltag? Und deswegen habe ich mir das Schätzchen hier gekauft. Das G729, das ist von der Form an sich und vom Design exakt das gleiche. Es hat sogar die gleichen Maße, alles. Ja gut, es gibt ein paar Unterschiede. Wir haben zum Beispiel hier einen Access Lock, ne? Kennt ihr ja. Ist Benchmade-Ding eigentlich eher, ne? Aber so ziemlich jedes Ganzo hat diesen Access Lock, mit Ausnahme von ein paar, die einen Liner Lock haben. Wir haben natürlich das Spider-Hole, wir haben diese typische Klinge vom Paramilitary. Wir haben. Das Jimping ist anders. Das ist zum Beispiel einer der Unterschiede. Das Jimping ist nicht aggressiv wie beim PM2. Oh, das wird schwer, das zu fokussieren. So, da ist es eher ein bisschen rund, ne? Seht ihr das? Und hier unten fehlt das. Jo. Hier unten fehlt das Jimping komplett. Wurde wieder richtig professionell hier am Start, ne? Und ja, ich wollte erstmal wissen, wie das so an sich ist. Und als ich das ausgepackt habe, habe ich mich erstmal gewundert. Weg. Ich bin ja sonst das Feuer Gutierrez gewöhnt, so vom Klicken her. Und das war ganz anders. Also komplett anders. Wir haben hier beim Tenacious, ne? Das geht extrem butterweich und das Flippen macht einfach Spaß und das fühlt sich auch ganz anders an. Und dadurch, dass das eben fast das gleiche Design ist wie beim Spyderco für gewöhnlich, habe ich gedacht, okay, müsste ähnlich sein. Ist aber komplett anders. Also komplett. Also ich habe das versucht, dann auch mit dem Mittelfinger aufzumachen und als erstes ist das passiert. Ich denke mir, okay, ne? Ist ja blöd, ist ja die Action ein bisschen kacke. Ne? Und habe es dann einmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und mittlerweile, mit bisschen Übung, funktioniert das ganz genauso gut. Weil durch diesen Access Lock ist die Klinge wirklich ziemlich leicht. Also das fällt wirklich teilweise richtig zu. Und ja. Ja, wie gesagt, warum habe ich mir das gekauft? Ich wollte halt gucken, ob dieses Paramilitary Design das für mich ist. Und die zweite Sache ist einfach, dass es so als Arbeitshure dienen soll. Ich habe ein paar Messer, wo ich mir einfach denke, die willst du dir nicht verhunzen. Und dann steht doch mal irgendwo eine Arbeit an, wo man das Messer mal vielleicht ein bisschen missbrauchen muss oder so. Und dann, ja, nee, dann lass mal lieber. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade mein Böker Speedlock habe ich jetzt neu. Und ja, weiß ich nicht. Ich bin bei neuen Messern immer so, sobald irgendwas dran ist, schnell sauber machen, damit nichts an Stahl kommt. Ah. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach ein Messer gekauft, wo mir das wurscht ist, was da passiert und was nicht. Und jetzt, wo sich das eingespielt hat und wo ich das alles mal ordentlich geölt habe und gesäubert habe, läuft das Ding auch richtig gut. Es macht wirklich Spaß, damit rumzuspielen, ne? Das ist wirklich nicht schlecht. Und wie gesagt, die Action ist halt, das könnt ihr nicht vergleichen, ne? Das ist ein 20-Euro-Messer. Das ist, ne? Aber genug rumgespielt. Ich wollte ein kleines Update machen. Ich arbeite ja wieder. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich arbeite jetzt wieder in der Lehrküche. Ist im Rahmen der APB-Maßnahme von der Lebenshilfe. Und ja, ich betreue da die Behinderten teilweise und arbeite mit denen in der Lehrküche. Und ja, am ersten Tag habe ich mich dann gefragt, was nimmst du denn für ein Messer mit? Nimmst du überhaupt ein Messer mit? Kannst du das bringen an deiner neuen Stelle? Was machst du? Und so, und da bin ich dann. Ja, meistens komme ich dann auf meinen Alox Pioneer zurück. So, wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll, dann nehme ich meistens das hier. Und das ist so perfekt für die Küche. Das ist wie gemacht dafür. Das ist richtig, richtig cool. Ne? Ich meine, ihr kennt die Werkzeuge, ne? Flaschenöffner, Dosenöffner, alles Mögliche, ne? Ihr habt was unter den Fingernägeln.
Ah, tatsächlich. Ich habe sogar was unter den Fingernägeln. Extra vorbereitet für das Video, ne? Ihr seht das. Und die kommt damit wirklich wunderbar darunter. Das ist besser als jedes Ausklappteil von so einem Nagelknipser, ehrlich. Also ist wirklich nicht schlecht. Ihr kriegt die Verpackung nicht auf, ihr habt die Klinge. Oh, ganz schön dreckig. Ihr kriegt eine Dose Marmelade nicht auf. Ihr nehmt einfach die Ahle einmal rein und gut ist. Und da ist mir aufgefallen, ich habe dieses Messer jetzt schon, ich glaube, 8 Monate, also mehr als ein halbes Jahr. Und ich wollte wirklich mal kurz ansprechen, dass sich das Messer echt richtig, richtig gut gehalten hat. Also ich habe das wirklich fast jeden Tag in der Tasche. Wirklich so gut wie jeden Tag, vielleicht einmal im Monat, dass ich es nicht dabei habe. So als grober Schätzwert, aber sonst habe ich es wirklich immer dabei. Und es klimpert zusammen in meiner Hosentasche, zusammen mit den Schlüsseln, mit dem Zippo. Alles Mögliche, ich schmeiße ja alles immer in die Hosentasche rein, wenn ich nicht gerade einen Rucksack dabei habe. Und das ist einfach, es hat sich so gut gehalten. An der Klinge ist nichts dran und ihr könnt mir glauben, die habe ich ganz schön gequält. Also da ist so gut wie nichts dran an dem Teil. Und das ist einfach wunderbar. Nachschärfen, alles kein Problem, ist immer noch sauscharf. Rasiert immer noch. Ich will jetzt nicht meine Füße hier in die Kamera halten. Oder, ach, scheiß drauf. Ne, was so Rasierfähigkeit angeht. Seht ihr das? Holla, die Waldfee. Also, wie sich das Ding gehalten hat, das ist wirklich wahnsinnig geil. Also, natürlich, dieses schwarze Coating, das pellert mittlerweile ein bisschen ab. Ich muss beim Autofokus immer so ein bisschen nachhelfen. Ihr seht das mittlerweile, es ist nicht mehr so schwarz, wie es mal am Anfang war. Und gerade hier oben so kleine Mäckchen schon drin und so. Ist halt jeden Tag mit Schlüsseln zusammen. Und es gibt wirklich keinen Tag, wo ich dieses Messer nicht in der Hand habe und damit irgendwas schneide. Und das ist wirklich ein Traum. Das ist wirklich geil. Ich habe ja so Phasen, ne? So zwischendurch stehe ich so voll auf Victorinox und denke mir, ja geil, was Besseres gibt's nicht. Und dann eine Zeit lang habe ich keinen Bock darauf, weil es mir zu spießig ist. Und so, aber bei diesem Messer, das passt einfach für jeden Tag. Das ist, weiß ich nicht. Das passt einfach für jeden Tag richtig gut. Und zwischendurch hatte ich mal überlegt, ein anderes mitzunehmen. Kann ich euch mal eben zeigen. Das habe ich noch nie vorgestellt. Das ist das hier. Das Kölscher Cryo 2. Ach, Cryo. Shuffle, Entschuldigung. Kölscher Shuffle 2. Im Vergleich zu dem Vorgängermodell haben wir die Werkzeuge ein bisschen anders. Hier hinten so ein Stahlbackspacer drin und wir haben keine bauchige Klinge mit Rockpoint, sondern wir haben einen Tanto. Und zwar einmal mit Hohlschliff an dem Teil, der dann in einen Flachschliff übergeht. Und dieses Messer habe ich letztens wiedergefunden und das lag bei mir in der Schublade rum. Das kam nämlich bei mir an und das war voll für den Arsch. Das war richtig scheiße. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das zurückschicken soll oder nicht. Aber ich habe gedacht, ach scheiß drauf, die 20 Euro und Kacke und hatte keinen Bock, mich da jetzt drum zu kümmern. Und habe es dann einfach in der Schublade vergessen. Und letztens habe ich es wiedergefunden und habe es ein bisschen überarbeitet, gesäubert. Hab den Detent ein bisschen abgeschliffen, weil die Klinge, ihr musstet da richtig Kraft drauf aufbringen, damit die überhaupt aufging, weil das war richtig so, so ungefähr, ne? Und mittlerweile läuft das relativ locker. Der Liner steht sehr weit rechts und das kam alles schon so an und teilweise war das dann so, dass man das gar nicht mehr bewegen konnte und dann bin ich abgerutscht und habe hier ein Stück von dem G10 rausgebrochen und ich habe gedacht, totale Katastrophe, leck mich am Arsch. Ja, und jetzt habe ich das wiedergefunden und habe mal überlegt, hey, so als EDC, so als Verramschmesser, probierst du es mal aus, ne? Vielleicht kannst du es ja ein bisschen überarbeiten. Und jetzt, wo ich so ein paar Mängel beseitigt habe, gefällt mir das wieder richtig gut. Also, falls ihr eine Alternative zu einem mehr oder weniger spießigen Victorinox im Alltag haben wollt, das Ding kann ich euch tatsächlich, wenn ihr ein gutes erwischt, empfehlen. Weil ihr habt einen Schraubendreher, ihr habt genauso einen Flaschenöffner. Und mit dem Rest, ja, den könnt ihr größtenteils mit der Klinge machen, ne? Tanto, was weiß ich, ist auch ziemlich gut zum Stechen. Hat eine gute Penetration. Wenn ihr zum Beispiel, ja, wie ich gesagt habe, Marmeladengläser oder so, Klinge rein. Natürlich zerstört ihr euch damit die Klinge, aber wenn das sowieso ein Messer ist, was ihr missbraucht, dann stört euch das ja nicht. Sehr, sehr dünn. Merkt ihr in der Jeanshose nicht. Hat einen guten, relativ deep Pocket Clip. Ja, und der Griff ist halt relativ minimalistisch gehalten. Wir haben hier diese Grooves und können hier in den Foregrip gehen auf die Klinge, sodass halt eben dann die Finger hier drin sitzen. Und wir haben so einen kleinen Ninja-Box-Cutter. Also, das ist echt sehr gut kontrollierbar alles. Und das ist vom Stahl her der Fokus. Ich glaube, andersrum muss ich. Nee, gar nicht. Moment. Das ist der 8CR13 MOV. Ne? Kölscher Cryo 2. So ein kleines Tactical
Gedöns, bla. Hatte ich mal auf einem Foto gesehen, zusammen mit meiner, nicht mit meiner, mit einer Walter P22. Und das passt da total cool. Das ist so, so dieses Black Tactical, ne? So, wenn man das mal so beieinander legt. Keine Sorge, es ist eine Schreckschusswaffe. Alles gut. Das passt einfach so cool, finde ich, zusammen. Irgendwie, das ist echt ein schönes Bild, finde ich. Ne? So dieses Black Tactical. Wobei man davon auch echt so viel um die Ohren gehauen kriegt. Ne? Schwarz hier, schwarz da. Und irgendwann wird es langweilig und da muss man mal ein bisschen Farbe reinbringen. Ne? Aber so an sich wirklich, wirklich eine tolle Sache. Ja, wie gesagt, 30 € damals gekauft, begleitet mich seitdem jeden Tag. Ich liebe, 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 liebe dieses Messer. Wirklich genial. Neu als Arbeitstier, mein Ganzo G729, der Spyderco-Klon, Fake, was auch immer. Macht mega viel Spaß, damit rumzuspielen. Mein Edelmesser im Moment ist halt eben das hier, ne? Und wo kann ich gleich offen lassen? Ja. Und das sind so meine Updates im Moment. Lehrküche im Moment, ja. Welches Messer ich in der Küche verwende, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil es sich immer noch dort befindet. Es ist ein Ernesto Damast-Messer. Es ist schon Damast, aber wahrscheinlich nur, pff, was weiß ich, 30 Lagen oder so. Gab es damals für einen Fuffi bei Lidl. Und wenn ich das irgendwann nochmal wieder habe, dann halte ich euch das mal vor die Kamera, weil ich das auch wirklich empfehlen kann. Es ist ein relativ günstiges Messer, 50 € da, und das ist wirklich von der Qualität her auch stimmig. Ne? Also sonst, wenn ihr irgendwelche Lidl-Messerchen habt, Ernesto, die könnt ihr in die Tonne hauen, die sind scheiße. Aber bei diesem Messer, generell bei dieser Serie, ist es wirklich nicht schlecht. Also die sind wirklich, wirklich gut. Die sind ihre 50 € wert. Halte ich euch irgendwann nochmal vor die Kamera. So, bevor jetzt gleich mein Akku alle ist, höre ich mal auf, euch zuzutexten. Ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Typische YouTube-Endsätze, ne? Bleibt immer schön bemessert. Alles klar, bis die Tage. Ciao.